Ja, dann Glück auf und herzlich willkommen zum Videopodcast der Zukunftself zum Thema Kommunikation. An meiner Seite ist heute Thorsten Wieland, ich denke einer der bekanntesten Blogger zum Thema Schalke 04, der aber auch Teil der Zukunftself ist im Bereich Kommunikation. Glück auf, Thorsten. Guten Abend, hallo, Glück auf in die Runde. Thorsten, vielleicht kannst du zur Einleitung kurz erklären, was die Zukunftself ist, beziehungsweise was das Ziel der Zukunftself ist. Ja, das ist ein Projekt. Die Idee dahinter ist, dass bei 160.000 Mitgliedern und 1 Million von Fans, die Schalke 04 hat, es Experten für alle Bereiche gibt. Und die Zukunftself, also die Elf, bezieht sich auf 11 verschiedene Themen, die da bearbeitet werden. Und dazu gibt es jetzt Arbeitsgruppen oder Kreise, die sich dieser Themen annehmen. Und am Ende sollen Konzepte rauskommen, die man dem Club vorstellt. Und das Besondere daran ist, dass der Club halt auch schon Bereitschaft gezeigt hat, da mitzuwirken oder es auch anzunehmen. Und wir sind jetzt hier gerade in der Phase der Informationsfindung und der Expertenrunden, wo wir halt lernen möchten, wie verschiedene Experten die Themen halt betrachten. Und deswegen haben wir jetzt hier Journalisten eingeladen, um zum ersten Mal über Kommunikation vom Club gegenüber Journalisten zu sprechen. Ja, genau. Also wir wollen in den nächsten Wochen, vor allem bis zur Mitgliederversammlung, nicht nur mit Journalisten jetzt, wie jetzt in dieser Runde sprechen, sondern natürlich auch mit Fans, aber auch mit Experten rund um das Thema Kommunikation, Krisenkommunikation etc. Und ja, beginnen werden wir heute mit dieser Journalistenrunde. Ich bin wirklich froh, dass wir da tolle Gäste zusammenbekommen haben. Uns war es wichtig, dass wir nicht so nur Journalisten aus dieser Schalke-Bubble, will ich es mal bezeichnen, da haben, also die im täglichen Doing irgendwie rund um Schalke arbeiten, sondern auch Externe, die vielleicht nochmal eine andere Sicht auf das Thema Schalke 04 haben. Und zum einen möchte ich begrüßen von Sky Dirk Große-Schlamann, der ja seit Jahren bekannt mehr oder weniger als der Haus- und Hofreporter bei Schalke 04 ist. Glück auf, Dirk! Ja, Glück auf. Schönen Gruß. Ich habe mich dann auch mal direkt nach Gelsenkirchen begeben für den Podcast heute. Ja, und dann in der Runde weiter haben wir einen ehemaligen Leistungsschwimmer und seit einem Jahr Schalke-Reporter bei der Bild. Glück auf, Kilian. Hallo in Kilian die Runde. Gaffrey. Freue mich über Hi. die Einladung. Danke. Hi. So, als Externe haben wir aus Düsseldorf den Sportchef der Rheinischen Post, der sich natürlich hauptsächlich um das Thema Fortuna Düsseldorf kümmert, aber auch um Dinge wie Nationalmannschaft oder auch andere Vereine im Westen. Glück auf, Gianni Costa. Ja, Glück auch aus Düsseldorf, mittlerweile mit der Bezeichnung Chefreporter, aber wir werden es alle zusammen überleben. Ja, sorry dafür. Und dann noch ein Gruß nach München zu Nico Horn. Er ist Sportredakteur und hat jetzt unter anderem für die Zeit im Dossier einen großen Bericht über Schalke geschrieben, den ich sehr, sehr interessant fand. Von daher bin ich sehr froh, dass er auch heute dabei ist. Glück auf, Nico. Hi, hallo aus München. Fürs Dossier war ein Kollege zuständig, aber ein Interview habe ich gemacht, ein größeres. Und ja, hallo aus München. Ja, dann fragen wir doch mal direkt vielleicht mit Dirk und Kilian an. Die erste Frage an euch: Wie würdet ihr als Medienvertreter die bisherige Kommunikation bei Schalke 04 beschreiben? Alter vor Schönheit, Dirk. Ich glaube, das ist nicht so einfach zu beschreiben. Also man darf ja auch nicht vergessen, bei allem, was da in dieser Saison auch sportlich schiefgegangen ist, das war ja das Maximale an negativen Dingen in allen Bereichen, die passiert sind. Und ich glaube, es ist schwierig, da jetzt zu sagen, die Kommunikation war scheiße. Sie war scheiße, da braucht man sich drüber unterhalten. Aber das Problem ist auch, das war natürlich in der Häufung. Und auch in der, wenn man überlegt, das war jetzt in 14 Monaten, was da alles passiert ist, das war, glaube ich, auch für den normalen oder für die normale Kommunikationsabteilung schwer zu bewältigen. Ja, und von daher finde ich das schwierig, jetzt zu sagen, irgendwie die Kommunikationsabteilung hat alles falsch gemacht. Ich glaube, dass sie nicht vieles richtig gemacht haben, aber dass das einfach auch eine besondere Situation ist und war, die es so noch nicht woanders gegeben hat. Von daher finde ich schwierig zu sagen, das ist alles scheiße gewesen, weil ich nicht weiß oder ich würde mich wundern, wenn andere Kommunikationsabteilungen anderer Vereine es besser gemacht hätten.
Sehe ich ähnlich wie Dirk und in allererster Linie muss man ja auch mal sagen, also die Kritik, die jetzt wahrscheinlich in der Runde hier geäußert wird, die geht gegen niemanden persönlich, sondern das ist das Gesamtkonstrukt Kommunikationsabteilung Schalke 04, was für mich so ein bisschen symbolisch auch für die Schalker Saison steht, auch an Fehlern, die man gemacht hat, sind zwei Dinge übergeordnet. Einmal diese Situation in Mitgeredet, ihr werdet euch alle an die Situation erinnern, als dieses Video mit Jochen Schneider, mit Alexander Jobst, mit Christina Ruhlhamers viral gegangen ist. Das war symbolisch für die ganze Saison eigentlich, wie es bergab ging, auch da mal kommunikativ sich so einen riesen Bock zu leisten, wo sich die ganze Nation, die ganze Fußballnation mehr oder weniger über diesen Verein lustig gemacht hat. Und dann nochmal vor wenigen Tagen die Situation mit Daniela Ulbing. Ich fand diesen Artikel, den der ZDF-Kollege da bei ZDF Insight veröffentlicht hat, ziemlich interessant, konnte das dann auch nochmal ein bisschen besser einordnen, weil man muss schon sagen, also wie die Frau damals vorgestellt wurde, war eine Katastrophe, wie sie jetzt gegangen ist, war eine Katastrophe auf dieser ganzen Website und wer sich mal die Mühe macht, die Website zu öffnen mit der Presseerklärung Daniela Ulbing hört auf und dann kommt ein Bild und dann kommt ein Satz und wünscht dir alles Gute, der FC Schalke 04 und dann kommen quasi 80 Linien nur weiß, wo ich mir so denke, was war da los? Und wenn man dann im Nachhinein erfährt, dass es so schlimm gewesen sein muss, dass sogar ein Mediator an die Geschäftsstelle geholt wurde, was da jetzt persönlich alles gelaufen ist, wird uns wahrscheinlich für immer verborgen bleiben, aber es waren schon zwei sehr symbolische Aktionen, die da passiert sind und die mich ja, fassungslos gemacht haben, mehr oder weniger. Wobei, also das Interessante, sorry, Kian, wenn ich da nochmal kurz reingrätsche, weil das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich glaube, da muss man nochmal unterteilen, tatsächlich. Also die Kommunikation, keine Frage, bin ich komplett bei dir, Kilian. Aber ich finde auch das Menschliche, das ist nämlich auch eine große Komponente. Das spielt da nämlich dann auch nochmal mit rein. Das ist jetzt aber nichts, was jetzt die Kommunikationsabteilung alleine betrifft. Also ich glaube, das Problem von, dass das Menschliche bei Schalke teilweise, ich würde sogar fast sagen, mit Füßen getreten wird, das hören wir tatsächlich aus allen Bereichen. Und ich glaube, das ist da gerade das Schlimme, ne? Weil der Verein ja eigentlich für was ganz anderes steht. Da sind wir dann wieder bei Werten und so weiter. Bei der Kommunikation ist aber auch, glaube ich, auf erstmal fachlicher Ebene auch echt unfassbar viel falsch gemacht worden. Ne? Ja, aber dann schmeißen wir nochmal, Thorsten, du. Hattet ihr denn den Eindruck, dass mit der Installation von Daniela Ulbring überhaupt irgendwie was Neues losgetreten wurde? Also weil als Zuschauer oder als Fan kriegt man das ja gar nicht mit. Aber ist denn euch gegenüber da irgendwas verändert worden in der ganzen Klamotte? Ja, das Problem ist, Thorsten, dass auch da scheinbar ja die Gewerke reden ja nicht miteinander. Es ist ja so, dass ja irgendwie einer eine Idee hatte, wir brauchen jetzt unbedingt, also die Voraussetzung für diese Stelle, die ja, also die ist jetzt nicht neu geschaffen worden, sondern diese Stelle war die ganze Zeit frei. Ne, das darf man im Organigramm, war diese Stelle die ganze Zeit frei. Also da ist jetzt nicht irgendwie was Neues geschaffen worden. Man kann mit Sicherheit darüber streiten, ob ein Verein mit der derzeitigen Struktur nicht hätte einfach ganz normal weitermachen können. Vor allem auf dem Weg in die zweite Liga. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber diese Stelle gab es halt, die war von vornherein frei. Da war früher Thomas Spiegel drauf und diese Stelle wurde einfach neu besetzt. Warum dann ausgerechnet, und das war der Hauptgrund übrigens, warum man sich auch für Daniela Ulbing entschieden hat, gesagt hat, es muss unbedingt eine Frau sein und wir brauchen die jetzt unbedingt in der Situation, das wirft für mich eine Riesenfrage auf. Denn soweit ich weiß, wusste Daniela selbst gar nicht genau, was sie eigentlich machen soll. Und das zeigt dann schon wieder, dass wieder keiner miteinander gesprochen hat. Alle drei im Vorstand haben dann irgendwie ihr Süppchen gemacht. Die Kommunikation wurde auch nur zur Hälfte mit informiert. Und das ist das Problem, beispielhaft an diesem Fall. Ich finde es jetzt schwierig, alles an Daniela aufzuhängen. Da redet keiner miteinander. Da arbeitet keiner zusammen. Und das passiert leider auf allen Bereichen, auf allen Ebenen. Uns wurde halt damals gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, für euch bleibt alles so, wie es ist. Ansprechpartner Sportkommunikation habt ihr. Ihr müsst mit der mehr oder weniger nicht kommunizieren und so war es auch. Also ich glaube, am 8.2. kam die Presseerklärung, dass die Frau eingestellt wurde und auch nichts gegen sie. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt. Ich habe keine E-Mail von ihr bekommen. Ich habe keinen Telefonanruf, WhatsApp, was auch immer von ihr bekommen. Ich habe nie mit ihr gesprochen, warum auch immer. Es war dann auch mehr oder weniger nicht notwendig. Wir hatten in dem Sinne unsere Ansprechpartner. Aber was die Person da jetzt genau gemacht hat oder was sie letztendlich machen sollte, was man mit ihr vorhatte, keine Ahnung.
Aber dann lass uns doch mal den Ball rüberschmeißen. Das finde ich jetzt ganz interessant, dass wir mal Nico und Gianni fragen, die ja vielleicht in der ganzen Situation mehr so die Hubschrauberperspektive einnehmen können, und zu sagen, wie bewertet ihr beiden aus der Hubschrauberperspektive die Kommunikation von Schalke 04? Vielleicht, Gianni, fangen wir mal mit dir an. Ja, ich glaube, der Dirk hat ja schon wieder viele weise Worte dazu gesagt, was so die Gesamteinordnung angeht. Wir alle leben jetzt in einer Ausnahmesituation rund um diese Pandemie. Dazu kommt jetzt halt eben noch mit Anlauf wohlgemerkt ein sportliches Desaster von Schalke dazu, das sich ja jetzt nicht erst seit wenigen Monaten so entwickelt hat, sondern über Jahre geht. Aber in dieser Gesamtgemengelage ist da, glaube ich, so eine gewisse Lähmung eingesetzt, die dann dazu geführt hat, dass man am Ende sagen muss, da ist dann tatsächlich doch schon einiges in Schieflage geraten. Zumal man ja auch sagen muss, dass zu diesem Zeitpunkt, unabhängig davon, wie das Schaubild bei Schalke ganz genau aussieht, absehbar war, dass man ja, wenn überhaupt jemanden braucht, der spezialisiert ist auf Krisenkommunikation. Also das war ja absehbar. Das ist ja nichts, was jetzt aus Zeit und Raum kommt, sondern das, woran es ja bei Schalke gehakt hat, ist halt eben der Umgang mit intern wie extern mit verschiedenen Einflussfaktoren. Und ich habe relativ früh in zwei, drei Dingen berichtet und habe immer bei Schalke, was jetzt aber nichts auch exklusiv Schalke-mäßiges ist, was man bei vielen Clubs erlebt, eine komplett krasse Abwehrhaltung einfach nur gesehen, wo es dann auch so in Details ging, auch in persönliche Geschichten. Und nach dem Motto, wir müssen doch zusammenhalten und sitzen wir nicht alle in einem Boot, Geschichten, die halt wenig mit Professionalität zu tun haben. Beispiel dazu, was ich nur sagen kann, ist, was mich sehr überrascht hat, war der Umgang rund um die damals noch, das hört sich fast schon so an, wie wenn man vom Papa erzählt, vom Krieg erzählt im Rahmen dieser Pandemie, weil es jetzt schon ein Jahr her ist, aber als zum ersten Mal die Ticketrückerstattung vollzogen werden sollte, war ja, ist ja Schalke, und das war so für mich so der Beginn dieser Katastrophe, die sich dann immer weiter steigerte, hat sich ja dann damit hervorgetan mit dieser Geschichte, die, glaube ich, aus dem Jobst-Ressort kam, wo man gesagt hat, wo auch immer es herkam, aus welchem Ressort, aber auf jeden Fall, wo man sich sehr schwer getan hat, kommunikativ die richtigen Worte zu finden. Es war ja eigentlich, man hat das Richtige eigentlich tun wollen, aber hat es komplett falsch umgesetzt. Und das hat sich halt sofort gesetzt in vielen anderen Bereichen, hatten sehr progressiven Weg, sagen wir mal, eingeschlagen mit jemandem da an der Spitze, wo man über Alter sicherlich unterschiedlicher Meinung sein kann, aber wo man so im Gesamtkonstrukt so ein bisschen merkt, man ist da wirklich von der Lage überrollt worden und hat nicht mehr es geschafft, klassisch eigene Akzente zu setzen. Und das ist halt eben in der Krisenkommunikation ein zentraler Punkt, dass man natürlich an irgendeiner Stelle wieder versuchen muss, Handlungshoheit zu bekommen. Man hat aber kommunikativ es bis heute nicht geschafft, die Geschichte sozusagen wieder aus dem Verein heraus gestalten zu können, was auch viel damit zu tun hat, dass es natürlich da ein absolutes offensichtlich Machtvakuum mittlerweile entstanden ist und keiner mehr so richtig weiß, wer überhaupt für was sprechen darf. Und das ist ein Problem. Ja, Nico, du bist ja am weitesten weg, sage ich mal, von allen Beteiligten, mit ungefähr 650 Kilometern wahrscheinlich. Was kommt denn in München an vom FC Schalke 04 in der Kommunikation? Stimmst du da dem zu, was Gianni gerade gesagt hat, oder kannst du noch irgendwas dazu ergänzen? Ja, ich stimme dem voll zu. Das mit der Handlungshoheit, das ist auch der Eindruck, den ich hatte. Also ich war im letzten Sommer in Gelsenkirchen, nachdem die Saison zu Ende gegangen war, also Sommer, Herbst, sage ich jetzt mal. Und da hätte ich gedacht, jetzt kommt irgendwie sowas wie eine Handlungshoheit vielleicht zurück zum Verein. Und das Gegenteil war eher der Fall. Also eben diese Härtefallanträge rund um die Tickets, die entlassenen Busfahrer, glaube ich, waren es so. Das hat natürlich nicht den Eindruck gemacht, als ob diese Entscheidungen, die da im Verein getroffen wurden, abgestimmt waren mit Leuten, die sich in Sachen Kommunikation professionell verhalten. Ja? Also mal abgesehen davon, dass man sich moralisch aus einer Werteperspektive ein anderes Vorgehen gewünscht hätte, hat es natürlich auch einfach einen sehr schlechten Eindruck gemacht. Und auch sportlich war auch keine Handlungshoheit, die zurückgelangt ist. Und wahrscheinlich, wie es Dirk vorhin gesagt hat, wenn einfach sehr viele schlechte Dinge zusammenkommen,
klar, dann wird es irgendwann auch sehr schwierig für eine Kommunikationsabteilung, diese Sachen noch positiv zu verkaufen. Dann ist man nur noch in Krisen-PR drin. Die fand ich aus der Distanz auch nicht gelungen. Aber das ist ja dann schon mal aus einer Defensive heraus. Ne? Also wie es Gianni eben gesagt hat, diese Handlungshoheit, ich glaube, die ist seit die letzte Saison vorbei ist, nie zurückgekehrt zu Schalke 04. Ja, vielen Dank. Welches Bild von sich selbst hat denn Schalke als Verein und auch als Unternehmen in den vergangenen Jahren kommuniziert? Kilian, vielleicht noch mal an dich die Frage. Ich kann ja jetzt schlecht als Reporter, der seit einem Jahr dabei ist und für den es sicherlich die interessanteste Zeit seiner Reporterkarriere bisher ist, weil ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich in einem Jahr das hier alles erlebe, was ich erlebe. Ich meine, nur als Beispiel mal, der Kollege Peter Wenzel ist über 30 Jahre dabei und steigt zum ersten Mal mit diesem Verein ab. Ja, wenn man das so betiteln kann. Ich bin ein Jahr hier und gehe jetzt mit diesem Verein halt runter. Von daher kann ich nur die Monate beurteilen, die ich erlebt habe, und das ist die Zeit ab August. Ich finde, gerade angefangen, was Gianni gesagt hat, mit dieser Busfahrer-Affäre, die Ticket-Affäre, wenn man das als Affäre betiteln kann, es gab nie ein einheitliches Bild. Also dieser Slogan Schalke, wir leben dich, also habe ich nicht gesehen. Also weder im Stadion, weil es einfach nicht möglich war, Fans live zu erleben, noch von Verantwortlichen und wir gemeinsam und wir wuppen das und als Gesamtkonstrukt. Ich meine, wie zerfahren die Situation ist, hat man doch bei diesem, ich habe es schon genannt, dieser Mitgeredet-Debatte gesehen. Also wie schlimm kann man einen Menschen auflaufen lassen und das auf Vorstandsebene, wenn man zusammenarbeitet? Ich meine, Alexander Jobst war derjenige, der diese Person eingestellt hat, letztendlich. Er war dafür zuständig, nicht Jochen Schneider. Und dass Jochen dann 3 oder 4, 5 Mal fragen muss, Alexander, kannst du mir helfen? Und der Mann grinst am Ende in die Kamera, und das soll jetzt nicht despektierlich ihm als Mensch gegenüber klingen. Und dann sagt er sehr gerne, nachdem sie sich 15, 20 Sekunden bis auf die Knochen blamiert haben, dafür fehlt mir jegliches Verständnis, und das war so, der letzte, also das hat mir Jochen Schneider einfach wirklich sehr, sehr leid. Ja, okay. Ja, dazu muss man vielleicht mal kurz erklären für alle, die jetzt zuhören. Ihr korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle, aber der Punkt ist, dass Jochen Schneider ja Vorstand Kommunikation war und deswegen viele davon ausgegangen sind, dass er es hätte wissen müssen, aber Alexander Jobst die Personalie eingestiehlt hat, weil er halt für Organisation zuständig ist. Und deswegen war das so ein Ding in der Schnittstelle. Und dann ist halt so gelaufen, wie Kilian gerade sagt. Dirk, wie hast du das erlebt? Oder generell dieses Bild, was Schalke abgegeben hat? Oder was denkst du, wie hat sich der Club überhaupt dargestellt? Jetzt gar nicht mal nur in diesen Krisensituationen, sondern generell jetzt in der Vergangenheit. Also ich glaube, dass der Verein einfach gar nicht weiß, wie er sich darstellen soll. Wer ist denn eigentlich Schalke 04? Also irgendwie vermisse ich da auch eine klare Linie. Also man hat so ein bisschen den Eindruck von außen, als wenn mit aller Macht probiert wurde, diesen Verein, ich habe das ja auch immer wieder in meinen Berichten gesagt, das meine ich auch so, als wenn man versucht hat, diesen Verein in eine Form zu pressen, und nicht nur auf dem Platz, sondern ganz im Gegenteil, auf der Geschäftsstelle. Also was wir so mitbekommen, ist die Stimmung auf der Geschäftsstelle wirklich richtig schlecht. Und zwar, ich habe es vorhin schon erwähnt, in allen Ebenen, weil man überall die Struktur verändert hat. Ich glaube, dass das in einer gewissen Weise auch notwendig ist, wenn du wachsen willst, wenn du halt du den nächsten Schritt machen musst, dann geht nicht mehr alles so wie früher. Das muss man einfach auch verstehen. Klar ist der FC Schalke ein e.V. und alles basierend auf Traditionen, aber trotzdem ist es ein Wirtschaftsunternehmen, was wachsen möchte und größer werden möchte, und da geht das halt manchmal nicht mehr so wie früher im Taubenzüchterverein, sage ich jetzt mal ein bisschen. Okay, aber wir wollen natürlich auch vor allem das Thema Zukunft beleuchten, also das ist ja auch das, was die Zukunft erschaffen will. Das heißt, was in den letzten Jahren jetzt wirklich alles schiefgelaufen ist, das ist schon viel besprochen worden. Und Dirk, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber meine Frage an dich: Welche Art von Kommunikation des FC Schalke 04 würdest du dir denn in Zukunft wünschen? Oder welchen würdest du für wünschenswert halten? Ja, eine eigene. Also ich hasse nichts mehr, als wenn mir gesagt wird, wenn ich sage jetzt einfach mal ein plattes Beispiel, ich frage den und den Spieler an, da wird mir gesagt,
Nee, kriegst du in Dortmund auch nicht. Ja, ist mir scheißegal. Ich bin nicht in Dortmund, ich bin in Gelsenkirchen. Und hier wird erzählt, das ist der Kumpel- und Malocha-Verein, wo alles von alle nahbar ist für die Fans und so weiter. Und dann erwarte ich auch, dass das Bild nach außen auch transportiert wird. Und dass du nicht alles auf, wie das heutzutage leider auch viele Vereine machen, unter anderem auch Borussia Dortmund, alles über Club Media, alles schön mit der blau-weißen Brille, bling, bling, mit 5 Kameras und so. Das will ich nicht. Ich möchte gerne das transportieren, was ich sehe. Und ich finde, das ist der Verein auch irgendwie seinen Fans schuldig. Ansonsten brauchen wir gar kein Medien machen, dann brauchen wir keine Zeitung, brauchen wir kein Fernsehen, dann machen wir alles nur Club Media und glauben, dass alles blau und weiß ist. Ich erwarte vor allen Dingen eine klare Linie und keine Widersprüche mehr in der transparenten Haltung, die sie ja immer vorgeben. Ja, also erinnert euch nur noch mal an das Beispiel Alexander Jobst. Ich habe mir jetzt gerade hier noch mal auf dem Handy aufgemacht. Der hat ein Interview gegeben am 3. April in den Ruhrnachrichten. Da steht folgender Satz drin: Ich habe Energie und ein dickes Fell, das die vergangenen Monate auch bei mir Spuren hinterlassen haben, körperlich und nervlich, ist unbestritten. Aber ich gebe nach wie vor alles für diesen Club. Und ihr erinnert euch, was passiert ist in der Folgewoche. Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. In der Autorisierung dieses Interviews wusste derjenige, der es autorisiert hat, oder die Kommunikationsabteilung, die es autorisiert hat, schon, okay, Alexander Jobst wird in dieser Woche bekannt geben, dass er nicht über den 30.06. hinaus bei Schalke arbeiten wird. Dieser Satz ist trotzdem erschienen. Und nur 4-5 Tage später klingt es dann schon wieder so. Mein einziger Beweggrund ist, dass die persönliche Anfeindung und die Kritik unter der Gürtellinie in den letzten Monaten waren. Ich habe sehr viel Kraft und Energie gelassen. Der erste Satz nochmal in den Ruhrnachrichten: Ich habe Energie und ein dickes Fell. Leute, also das ist doch keine einheitliche Berichterstattung. Also das ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Das verstehe ich nicht. Und das innerhalb von so kurzem Zeitraum. Und damit macht dieser Verein sich lächerlich. Und damit versteht man diese kommunikative Haltung auch nicht mehr, weil es die einfach nicht gibt. Also eine Einheit wieder, eine einheitliche Kommunikation. Wie möchte ich Sachen darstellen? In welchen Fällen gebe ich Interviews an die beteiligten Medienvertreter und so weiter. Aber eine klare Linie, und die gibt es halt einfach in den letzten Monaten nicht mehr. Gut, dazu eine Frage, ja. Das wisst ihr alle viel besser als wir. Wenn Alex Jobst so ein Interview gibt und so einen Satz sagt, und er sagt selber den Satz eine Woche später anders, hat das noch irgendjemand vorher in der Hand, ihn da aufzuhalten, oder ist das Alexander Jobst sein Ding, weil er sowieso da oben steht und da ist keiner mehr da? Also also ist das jetzt sein Bock, der dann gelaufen ist, oder kann man das irgendwo in einer Kommunikationsabteilung sagen, okay, da habt ihr nicht aufgepasst oder so? Das ist schwer zu sagen. Die Kommunikationsabteilung, gerade, aber das weiß Kilian auch, bei den Print-Dingern, also den Sachen, die in Zeitungen und so gefallen, wird das die Kommunikationsabteilung gegenlesen. Aber das letzte Wort hat letztendlich natürlich der Vorstand. Wenn der Vorstand sagt, wir machen das so, ne, dann kann die noch, also keine Ahnung, wer da gebockt hat. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt nicht so, weil wir dann auch zu sehr ins Klein-Klein gehen, so ein Kernproblem, weil das ist jetzt was, da haben auch Anwälte was mit zu tun, das ist ja quasi die Abschiedserklärung, die Rücktrittserklärung von ihm. Das ist ja ein bisschen ein anderes Szenario jetzt als andere Dinge, ob das so ganz glücklich ist. Aber manchmal entwickeln sich auch Dinge von heute auf morgen. Und am Ende geht es ja auch für Alexander Jobst, der bis zu seinem Renteneintrittsalter noch 1-2 Jährchen hat, darum, dass er natürlich nach Schalke noch irgendwas anderes machen möchte. Also geht es auch für ihn um ein Rückzugsszenario, wie er sich jetzt möglichst gut darstellt. Und da kommt es natürlich einem gelegen, ich sage es jetzt mal ganz wertfrei, wenn es natürlich nicht gelingt, aber dass man dann so eine Geschichte dann nach vorne schiebt und dann halt eben am Ende sagt, mit den Bildern ja auch noch, die wir jetzt ja alle von dieser Abstiegsnacht im Auge haben, also das potenziert sich ja jetzt auch, dieses Kopfkino dann danach, wo alle dann sagen werden, naja, es scheint wohl doch eine etwas explosive Stimmung da auf Schalke gewesen zu sein. Ja, gibt es denn, ich schnalle die Frage jetzt an Gianni und an Nico, gibt es denn Best-Practice-Beispiele, so heißt es ja immer so schön, also irgendwelche guten Beispiele von anderen Vereinen, es muss ja nicht unbedingt Fußball sein, es kann ja auch andere Sportarten sein, wo eine Kommunikation vorbildlich ist, wo das gut funktioniert? Naja, ich glaube, das Entscheidende ist, das ist ja aber eben schon mal gesagt, von Dirk so ein bisschen angedeutet worden aus meiner Sicht, du musst natürlich als Verein schon wissen, was du willst. Also wenn du keine Strategie dahinter hast, dann ist es wahnsinnig schwierig, da aus sich heraus irgendwie noch was zu entwickeln. Auf Schalke jetzt bezogen, nur noch mal ein Beispiel und dann gerne über den Tellerrand hinausgeblickt. Du kannst natürlich so eine Situation mit einem Augenzwinkern durchmachen, also indem du dich dann so ein bisschen selbst auch auf die Schippe nimmst.
wenn du diese Kraft hast. Du kannst natürlich aber auch mit dieser ganzen Last, mit dieser ganzen Tragik, oh, wir sind jetzt abgestiegen oder wir steigen ab, dich dann so selber in so einen Strudel reinziehen, dass du mit an Selbstmitleid alleine deswegen schon erstickst. Die Frage ist halt eben nochmal, das hat man eben, oder hatte ich ja eingangs versucht zu sagen, die Frage ist immer, wie selber bist du noch in der Lage, überhaupt den nächsten Schritt zu gehen, oder bist du immer nur in dieser defensiven Abwehrhaltung? Und natürlich gibt es Beispiele, sicherlich was die Medienpolitik angeht oder so, wie man mit verschiedenen Szenarien umgeht, ist natürlich hier ein Verein wie, und dann sagen alle, ah ja, Überraschung, aber wie der FC Bayern natürlich schon an der Stelle irgendwo vorbildlich, weil der so aufgestellt ist, dass der natürlich auf unfassbar viele Szenarien im Prinzip schon, die auch zum Teil schon antizipiert und dann davor geht. Und bei Schalke hat es mich ehrlich gesagt an zwei, drei Beispielen doch nur sehr überrascht, wie, sage ich jetzt mal, wie bärbeißig man zum Teil an Dinge rangegangen ist und wenig Lockerheit halt eben auch gebracht hat, weil ich meine, die Kommunikationsabteilung steht jetzt nicht auf dem Platz. Ja, also die müssen jetzt nicht irgendwie komplett in sich zusammenbrechen, wenn ein Spiel verloren geht. Das sollen Profis sein, die ihren Job machen. Aber wie gesagt, was ich halt eben ja attestiere, ist, dass alle halt überrollt worden sind, Corona, dieses Durcheinander bei Schalke, und dann ist es halt schwierig, Flöcke einzuschlagen und sich wirklich klar zu positionieren. Und ich sage nur als Beispiel nochmal, was mir aus dem letzten Jahr, ist so eine Petitesse, aber die mir so in Erinnerung geblieben ist, ich weiß nicht, der ein oder andere erinnert sich noch an Jochen Schneider, der im Borussia-Stadion in Mönchengladbach saß mit einer Maske, ich glaube in Grün quasi. So, das ist natürlich für sich genommen, ja, jetzt komplett Kokolores, da jetzt so einen Fokus drauf zu legen und zu sagen, dass, aber das hatte schon eine gewisse Symbolkraft, auch der Umgang damit, wo sich dann der Medienchef da persönlich berufen fühlte, die Verteidigungsstrategie zu fahren, die natürlich komplett aber am Thema vorbeiging, anstatt da irgendwie was Witziges zu sagen, wird dann irgendwie auf Seite 37 des Fankatalogs geblättert und gesagt, hey, guck mal hier, wir haben sowas, was in der Farbe da ist. Das ist aber natürlich für gerade die Fernsehmedien, also die visuelle Arbeit an der Stelle, ist das natürlich eine Katastrophe, wenn du deinen eigenen Sportvorstand, der auch für Kommunikation zuständig ist, im fremden Stadion in den Vereinsfarben vermeintlich des Gegners siehst. Also da sieht man auch fehlende Sensibilität, fehlendes Fingerspitzengefühl für verschiedene Situationen. Und dann, wie gesagt, kommst du von Hölzgen auf Stöckskin und das eine ergibt das andere, ja, und schon steckst du knöchelhoch im Schlamassel. Ja, okay. Aber trotzdem würde mich interessieren, auch wir wollen natürlich auch für die Zukunftself auch einfach auch mal andere beleuchten und auch da irgendwie auch gute Beispiele rausziehen. Deswegen, Nico, vielleicht mal an dich die Frage. Du bist ja auch vielen, auch in sämtlichen Sportbereichen unterwegs. Fallen dir irgendwelche Best-Practice-Beispiele zum Thema Kommunikation ein? Ja, also wenn wir jetzt so von dem großen Bild reden, würde mir zum Beispiel aus dem Basketball einfallen Alba Berlin, wo ziemlich deutlich wird, dass die einen Plan haben, den sie auch kommunikativ umsetzen. Also die machen sehr viel Nachwuchsarbeit, die gehen in die Schulen, versuchen da halt für Basketball zu werben. Die haben eine super Jugendarbeit, aus der sie auch viel ziehen. Ja, also da kommen gute Spieler hoch und das wissen sie auch für sich einzusetzen. Sie positionieren sich gesellschaftlich. Es ist ja auch etwas, was man, wenn ich es richtig beobachte, was sich viele auch von Schalke 04 wünschen würden, während man aber bei Schalke feststellt, dass vielleicht dieses Bild vom Kumpel und Malocha, der Claim, wir leben dich, dass der irgendwie nicht so ganz mit der Realität zusammenpasst. Ja? Also das ist natürlich schon ziemlich hoch gegriffen, irgendwie zu sagen, wir sind in der Region verwurzelt, wir sind ein Verein, der für alle Leute vor allen Dingen aber auch irgendwie für dieses Kumpel- und Malocha-Ding. Aber wenn ich dann halt Partnerschaften eingehe mit Firmen, Unternehmen, die dazu nicht so passen, dann fällt mir sowas halt auf die Füße. Während ich jetzt zum Beispiel bei Alba Berlin sehe, die wissen ganz genau, wo sie stehen. Und da passt einfach ein Ding zueinander. Klar gibt es da auch Probleme und so weiter. Aber die haben zumindest eine stimmige Linie, wo ich auch sagen kann, okay, das macht einen sympathischen Eindruck, so wie die vorgehen.
Und da würde ich gerne noch die DEG hinterher schieben. Gianni wird es auch wissen. Wir haben natürlich mit Frieda Feldmann einen Typen, also da ist sehr viel PR hinter, aber die haben eine sehr klare und vor allem in meinen Augen, aber Gianni, verbessere mich, eine sehr ehrliche Kommunikation. Die können auch mal nach dem Spiel sagen, das war scheiße. Das würdest du bei Schalke nie lesen. Ne? Also das ist halt so dieses Ehrliche, das fehlt halt komplett. Aber das ist ja, Dirk, wenn ich dich da ergänzen darf, sehe ich genauso. Das ist ja genau der Punkt, ne? Du musst dir halt aber deine Rolle irgendwo in diesem Gesamtkonstrukt musst du dir suchen und die dann auch ausleben. Wenn du sagst, ich möchte so ein bisschen so sein wie die und die, das ist schon zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube tatsächlich, dass genau das, was du eben gesagt hast, ne, mit diesem Kumpel Oma Locher-Verein, der muss natürlich eine ganz andere Nahbarkeit haben, als das andere Clubs haben, denen man diese Authentizität gar nicht so zutraut. Und da muss man auch natürlich mal in gewisser Weise an der Stelle sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal über sich selber lacht, wenn man sich auch mal selber in die Pfanne haut, wenn man aber auch einfach mal jemanden mal einfach reden lässt, so wie er halt nun mal eben redet. Ja, so wie man sich das halt von einem richtigen Malocher halt eben dann vorstellt, ne? der auch mal meckern darf, der da auch mal rumkakieren darf, nicht immer dieses glattgespülte Einerlei, das ist halt immer so für die Leute auch da draußen. Und wir haben halt eben sehr oft das Problem, diese Wahrnehmungsstörungen. Also ich sage immer so, es gibt ja manchmal Interviews, auch gerade im Printbereich, wenn man die so durchliest, denkst du dir, wie viel müssen die eigentlich getrunken haben, um so zu reden? Das hat aber was damit zu tun, das geht durch so viele Hände. Ja? Da sind so viele Leute dran beteiligt. Und das kennt ja jeder, wenn man jemandem, einen Text vorlegt und dem sagt, sag mal deine Meinung dazu. Dann kritzelt der so ein bisschen rum und versucht, seine eigene Note mit reinzubringen. Dann wird dieser Text weitergegeben. So, und am Ende landet der wieder bei einer Person X. Manchmal gibt es wirklich Vereine heutzutage, wo man weiß, weil die aber auch alle Schiss haben vor einem Fehler, dass der durch 6-7 Hände geht, bevor der dann wieder, wie gesagt, bei dem tatsächlichen Pressesprecher landet, der dann irgendwie versucht, daraus ein Doktorwerk zu machen, schickt es dann wieder und du denkst dir einfach nur, was ist das jetzt? Was ist das für ein Text? So redet kein Mensch heutzutage. Und da musst du dir halt eben die Frage stellen, willst du das? Aber, und das ist aber auch das Wichtige und das ist das, was Dirk angesprochen hat, dazu brauchst du natürlich auch Typen, die das auch in der Pressearbeit leben und die jetzt nicht unbedingt, und das meine ich völlig respektvoll, weil da natürlich auch Existenzen dranhängen und man nicht mal eben so salopp sagt, so, ich hau jetzt mal so einen Gag raus und danach kommt der Vorstand an und sagt, ja, super Gag, aber nicht mehr bei Schalke 04. Das muss man sich natürlich auch trauen. Da muss man auch ein gewisses Standing für haben, ja, dass man auch so einen Fehler sich traut zu machen. Und das ist halt eben bei der DEG beispielsweise, bei diesem charmanten Eishockeyverein aus Düsseldorf, ist es der Fall. Aber ich kenne natürlich ganz, ganz viele andere, wo mittlerweile im klassischen Sinne, ich will keinen Beamten verletzen, aber wo viel Bürokratie auch mit im Gange ist, ne, und wo dann halt eben so Mechanismen eingesetzt sind. Niemand will dem anderen wehtun und deswegen versucht man möglichst alles abzuschwächen. Ja, okay, du sagtest gerade irgendwie, du brauchst dann Typen. Jetzt können wir einfach mal irgendwie mal fiktiv sagen. Dirk Große-Schlamann ist ab 1.6. Mediendirektor bei Schalke 04. Einfach mal fiktiv, Dirk. Nein, mal nur mal fiktiv. Dirk, du bist jetzt ab 1.6. Mediendirektor bei Schalke 04. Was würdest du anders machen, beziehungsweise was würdest du ändern? Was wären für dich vielleicht auch sogenannte Quick Wins, also Dinge, die sofort irgendwas einen positiven Effekt haben? Und ganz ehrlich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe in dem Bereich noch nie gearbeitet. Von daher kann ich dir das gar nicht sagen. Also ich müsste mich ja erstmal zurechtfinden. Das finde ich schwierig, jetzt irgendwie zu sagen, das würde ich anders machen, ohne zu wissen, was da überhaupt irgendwie anmache ist. Wie gesagt, ich glaube, das, was wir gerade schon gesagt haben, aber das ist jetzt auch wieder so schwammig. Ich finde halt Ehrlichkeit, auch wenn es, ich weiß auch, dann wird mir gesagt, ja, aber wenn er das so sagt und so sagt, ja, aber ich finde irgendwie Ehrlichkeit gewinnt am Ende immer. Und ist auch viel sympathischer und vielleicht einfach ein bisschen ehrlicher sein. Aber ich glaube, dass das in einem Millionengeschäft schwierig ist. Ja, vielleicht kann sich ja der Kilian vorstellen, Mediendirektor bei Schalke 04 zu sein. Nein, Kilian, Spaß beiseite, aber was würdest du als Mediendirektor anders machen oder als vielleicht Vorstand Kommunikation? Was würdest du auch direkt kurzfristig ändern? Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, wie Schlami es gesagt hat. Ich finde auch, eine gewisse Loyalität und eine gewisse Nahbarkeit zu der Region sind sehr wichtig. Ich fand es spannend, was Nico gesagt hat mit Alba Berlin und der Slogan von Alba Berlin geht ja in die gleiche Richtung wie der von Schalke 04. Der von Alba Berlin ist mit Leib und Seele. Und
Ja, Alba hat einen Recycling-Sponsor. Die Berlin Recycling Volleys als Volleyballclub haben auch einen Recycling-Sponsor. Aber da fahren die Jungs auf Transparenten auf diesen Müllautos durch die Gegend. Sie sind sich dafür nicht zu schade. Die gehen einmal im Jahr zur Berliner Stadtmission, unterstützen Bedürftige. Die gehen zu den Müllunternehmen und gucken sich mal an, wie hart diese Jobs sind. Und ich würde mir nach wie vor wünschen, auch wenn es Corona gibt, aber das kann man alles möglich machen. Man muss da nicht die Jungs in Watte packen und ach, nur vorsichtig und die Millionenbeine bloß nicht verletzen und so. Nee, die müssen mal sehen, wie hart hier mal los wird in dieser Region. Und man kann das auch kennenlernen, wenn man sich dafür aufmacht. Ich habe das auch getan. Ich komme aus Berlin, ich komme aus einer ganz anderen Region. Aber um diese Region hier zu verstehen, muss man sie greifbar machen, auch für diese Jungs. Und das gehört dazu. Das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie, wo ich sage, das ist für die Kommunikation jetzt wichtig. Wir zeigen jetzt Amin Harib, wie er an der Schippe ist und irgendwie Kohle schaufelt oder so. Das ist es nicht. Man muss darauf auch nicht aufmerksam machen. Aber das schafft eine gewisse Identifikation, A, mit der Region, B, mit den Fans. Man kann das natürlich punktuell in eine Social-Media-Story bei Instagram oder Twitter reinhauen. Man muss es aber auch nicht machen. Und das schafft dann nachher auch ein ganz anderes Verständnis von den Jungs, von den Spielern, für die Fans, für die Region. Und dann sind sie vielleicht auch bereit, irgendwie ehrlicher zu sein. Also welches ehrliche Interview haben wir denn dieses Jahr gelesen oder gesehen? Marc Uth in Berlin nach dem Hertha-Spiel. Ja, das war das Einzige. Da wurde er auch mehr oder weniger, habe ich gehört, damals dazu ermutigt zu sagen, was er denkt. Aber hat denn irgendjemand mal, und das ist ja gerade so schwierig, mit diesem großen Abstand, den es zur Fanbasis gibt, hat denn Ralf Fährmann in einer Instagram-Story nach dem Spiel, ja, wir müssen weiter kämpfen und wir müssen noch dran glauben, und Gonzalo Pacienza wollte uns vor 2 Wochen noch erzählen, wir müssen dran glauben. Ja, Leute. Wie gut die Qualität ist. Ja, Leute, dann sag den Jungs doch, komm, sag, was du denkst, und dann ist gut. Wir stehen hinter dir. Und wie Gianni gesagt hat, eine Fehlerkultur muss auch erlaubt sein in der Kommunikation. Anders geht's nicht. Aber es ist ja mittlerweile so, entschuldige Gianni, ganz kurz, dass zum Beispiel nach den Interviews, also die Interviews, die nach dem Spiel geführt werden, wo wir dann von Sky da unten stehen, die kommen ja nicht direkt zu uns, die Spieler. Wir fragen an, wir sagen, welche Spieler für das Spiel interessant werden, dann entscheidet der Verein, ob das eine gute Idee ist oder nicht, und stellt uns dann meistens andere dahin. Und dann werden die Spieler aber im Vorfeld noch von der Kommunikationsabteilung gebrieft, was sie zu sagen haben. Also ne, es gibt natürlich Typen wie Marc Uth oder Max Kruse, die sich das nicht sagen lassen. Aber in der Regel ist kein Interview da nicht durchgewaschen. Aber Dirk, das ist ja ein generelles Problem, glaube ich, was momentan der Journalismus hat, gerade im Sport. Ich denke mal, es ist jetzt wahrscheinlich kein Schalke-Problem. Das Gleiche wird ja wahrscheinlich auch in Dortmund sein, mit diesen Zones, wo ihr praktisch dann die Interviews führen könnt. Ja, aber muss das sein? Aber also du musst doch, wir haben jetzt gerade gesagt, du müsstest ja eigentlich sagen, was interessiert mich, warum machen die anderen das? Ich vertraue meinen Spielern einfach, dass sie das machen. Und wenn sie es nicht machen, ja, meine Güte, dann waren sie aber ehrlich. Und dann muss man so viel Aufklärungsarbeit leisten, wenn einer hinterher sagt, das war totale Scheiße? Also weiß ich nicht. Sagt ihr es mir? Es ist schwierig von meiner Stelle, wenn ich da mal einfach reingehe. Ihr seid also zum Beispiel auch angewiesen, ja, Kilian und Dirk vor allen Dingen. Ihr braucht ja dann die Spieler wirklich Woche für Woche. So, ihr seid ja auch angewiesen, dass euch dann die Spieler, mit denen ihr sprechen wollt, dann auch zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, ich habe da schon ein gewisses Verständnis dafür, dass Vereine da auch eingreifen, Medienabteilungen da auch eingreifen. Was mich aber schon wundert, ist, das bemerke ich bei vielen Vereinen, bei unterschiedlichen Sportarten, dass einige versuchen, immer die positive Geschichte irgendwie erzählt zu bekommen. Und wenn mal was negativ läuft, dann halt stark bremsen. Wo ich jetzt zum Beispiel bei Schalke 04 sagen würde, klar, jetzt in dieser Saison, wenn man nur 2-mal gewinnt, ist die Situation dramatisch. Aber generell gehört eine Niederlage halt auch zu einer 34-Spiele-Saison dazu. Also ich verstehe gar nicht, warum man da ganz stark eingreifen muss oder sich vor irgendwas fürchtet. Ich meine, das gehört halt nun mal auch zum Leben eines Vereins dazu, dass es mal besser läuft und mal schlechter. Und wenn die ehrlich sind, also ich sehe es ähnlich wie dir, ich glaube, da gewinnen sie mehr, als dass sie verlieren.
Aber die Spieler werden ja mehr und mehr, also das ist ja auch eine Frage nicht nur der Kommunikationsabteilung, sondern das muss der Verein halt von vornherein sagen. Ne? Also die Spieler sagen ja auch von sich aus, ich in der letzten Saison, nö, wir geben jetzt kein Interview, ich habe jetzt keine Lust. Das finde ich total okay, das respektiere ich auch, wenn ein Spieler mal keinen Bock hat, wenn er irgendeine rote Karte bekommen hat oder was auch immer. Aber dann erwarte ich, dass er zumindest 2 Wochen später dann vielleicht mal zur Verfügung steht. Und Schalke respektiert das, wenn manche Spieler sagen, nö, ich gebe gar keine Interviews. Und ich finde, das gehört einfach zu dem Job mit dazu und das gehört auch zu Schalke 04 mit dazu. Und ich meine, es war damals, glaube ich, Sebastian Rudi, aber Kilian, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, der hat einfach die ganze Saison nicht gesprochen, obwohl das für alle der interessanteste Spieler war. So teuer, dann auf der Bank, dann irgendwann mal weg. Das hat der Verein aber auch zugelassen. Und ich finde, da musst du von vornherein eine ganz andere Kultur schaffen, dass du sagst, ey, bei uns, wir sind ein bodenständiger, wir sind ein offener Verein, dann heißt das aber auch, unsere Spieler müssen offen reden und dürfen offen reden, aber sollen auch offen reden. Die Frage, ob Schalke das schafft, da wieder hin zurückzukommen, ne? Weil die waren ja jetzt die letzten 15 Jahre, wollten die gar nicht der bodenständige Verein sein, sondern die wollten Champions League-Club sein, der irgendwie da oben mitspielen kann, wo Dortmund und wo Bayern rumspuken. Und hat, glaube ich, auch in dem Bereich vielleicht dann versucht, so eine Schiene zu fahren. Ne? Aber also das kann ich nicht beantworten, weil da kenne ich jetzt zu wenig die grundsätzliche Strategie. Der Tenor, über den wir reden wollten, ist ja hauptsächlich die Kommunikationssparte. Wie schaffst du es eigentlich, das eine von dem anderen auch so ein bisschen zu entkoppeln? Und da kann ich nur zu sagen, es gibt fast keine dankbareren Situationen eigentlich für eine Kommunikationsabteilung, wenn eine Saison so schrottig abläuft, wie die von Schalke jetzt eben gelaufen ist, wenn du es dann bereit bist, voneinander zu entkoppeln. Also wenn du natürlich jetzt immer wieder, wie gesagt, was ich eben schon mal versucht habe zu erklären, in diesem Selbstmitleid-Blues die ganze Geschichte verfolgst und das von der Warte aus her auch in dieser Bubble lässt, in dieser reinen Sportbubble, wirst du natürlich irgendwann förmlich ertrinken in deiner ganzen Misere. Aber ich darf noch mal daran erinnern, und das reden wir jetzt aus kommunikationsprofessioneller Sicht, nicht zynisch gemeint, wir befinden uns alle immer noch leider inmitten einer unfassbar grausamen Pandemie. Diese Pandemie kann man aber auch als Chance sehen für einen Verein, sich natürlich in gewisser Weise gesellschaftlich zu positionieren. Dirk und Kilian wissen deutlich besser wahrscheinlich als Nico und ich, wie da möglicherweise eine tagtägliche PR-Arbeit zu erfolgt. Aber über den Tellerrand hinaus habe ich jetzt Schalke nicht als besonders laute Stimme in irgendeiner Weise in diesem Gesamtkunstwerk, sage ich mal, wahrgenommen. Und das ist halt eben zum Beispiel eine unfassbare Chance, die man da ausgelassen hat, sich in besonderer Weise zu exponieren und zu sagen, wir packen mit an, unsere Spieler helfen, irgendwelche Pakete von A nach B zu tragen, irgendwie keine Ahnung was zu machen, irgendwelche Leute von mir aus im Impftaxi hin und her zu fahren, whatever. Das sind halt eben Dinge, wo du dann sagen kannst, okay, die eine Geschichte ist sowieso, die Karre ist da komplett in den Dreck gefahren, aber wir versuchen jetzt ein ganz anderes Bild von uns zu präsentieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber dazu gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass in diesen modernen Konstrukten von Vereinen Kommunikationsarbeit, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, natürlich, also andersrum ausgedrückt, es ist natürlich ein Irrewitz, dass was befähigt ein Jochen Schneider, die Kompetenz zu haben, in seinem Zuschnitt der Vorstandsarbeit Kommunikation mit sich zu tragen. Das ist halt eben einfach manchmal historisch gewachsen, dass man sagt, die Sportvorstände, die am meisten mit den Medien zu tun haben, kriegen dann dieses Ressort zugeschlagen. Dabei wird aber komplett unterschätzt natürlich, dass das für sich genommen einfach eine viel größere Wertigkeit haben sollte. Also Kommunikation wird manchmal ja auch zusammengepanscht, auch mit Marketing noch zusammen, ist aber im Grunde genommen ein ganz anderes Genre. Und dazu braucht man natürlich Profis, professionelle Strukturen und muss das Ganze ernst nehmen. Nimmt man es nicht ernst, nimmt es dann irgendwann so einen Verlauf, wie gesagt, wie jetzt bei Schalke zu beobachten ist. Man ist nicht mehr in der Rolle, handeln zu können. Man kann nur noch sozusagen sich dahinstellen und muss sich von jedem Dumpfback, von jeder Dumpfbacke in Social Media Foren und sonst wo Beleidigungen anhören und kann eigentlich nur noch darauf reagieren. Dann macht man
ab und zu mal irgendwann noch so einen moralischen Post von wegen, hey, wir sind alle Schalker, wir müssen doch zusammenhalten. Und dann ist für einen Tag sagen dann alle, hey, stimmt, Schalke, super. Zwei Tage später geht die Nummer weiter. Also man muss irgendwann natürlich auch aus dieser Opferrolle rauskommen. Und dazu braucht man mündige, starke Kräfte, die sich dann auch dagegen stellen. Also die Nummer mit dem Vorstand Kommunikation ist ja tatsächlich auch ein paar Mal gewechselt. Das war ja zwischendurch dann auch Alex Jobs und dann war es halt so, wie du gerade sagtest, ja, dass irgendwie Jochen Schneider derjenige ist, der am meisten vor dem Mikro stand und dann hat der das wieder bekommen. Das war zumindest so der Eindruck von außen. Aber wie ist denn das in anderen Clubs? Also das weiß ich gar nicht, Gianni, das weißt du doch bestimmt viel besser. Also wie ist das in Düsseldorf oder wie ist das in Gladbach oder so? Wer macht denn da, wer hat denn da den Hut auf letztendlich, was die Kommunikation angeht? Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich, also es gibt selten oder ich glaube, es gibt bei keinem Bundesligisten gibt es das reine Ressort Kommunikation, also Kommunikationsvorstand. Es gibt mal mehr, mal weniger historisch gewachsen halt eben die Kompetenzen in dem Verein, dass die halt eben dementsprechend mächtig gewachsen sind, wie bei Bayern München mit Markus Hörwig, der das über Jahrzehnte halt eben gemacht hat, oder in Mönchengladbach Markus Aritz als Pressesprecher, der dann halt, beziehungsweise als Mediendirektor, das ist ja in der Regel dann die höchste Form, die es bei den Vereinen gibt, unterhalb des Vorstands, dass es ein Direktorenposten ist. Und da musst du natürlich dann immer von ausgehen, dass du jemanden brauchst, der ein gewisses Entree halt eben auch hat. Ne? Also das ist das Entscheidende, dass der im Verein so vernetzt ist, so auch angesehen ist, dass der verschiedene Dinge auch umsetzen kann. Weil was der Dirk sagt, ist natürlich vollkommen richtig. Nur wenn du halt eben jemanden hast auf diesem Posten, der sozusagen in einer Bittstellerrolle zu jemandem hinmarschiert und sagt, die Medien, also der von Sky hat gesagt, der hat jetzt schon dreimal nach dem Spieler XY angefragt. Ja, dann gehen die zu dem Spieler und sagt der, also ich habe nochmal in meinem Vertrag nachgeguckt, so richtig steht das da nicht drin, habe ich keinen Bock zu, weiß ich nicht, fühle mich gerade nicht so nach Mediengesprächen und dann gibt er kein Interview, das ist natürlich keine Art. Deswegen brauchst du jemanden, der halt sagt, ja, pass mal auf, Freunde, wir sind aber der Verein, wir bestimmen, was für eine Musik gespielt wird und wir sagen ganz genau, wir würden gerne das machen. Und wie gesagt, also nochmal zusammenfassend, es gibt bei den anderen Bundesligisten nicht im klassischen Sinne dieses Ressort, was aber eigentlich mehr ein Plädoyer dafür wäre, wenn man jetzt das sieht, wie es bei Schalke läuft, dass man sich halt eben Gedanken darüber macht. Marketing hat man ja verstanden, dass das ein eigenständiges Ressort ist. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, Kommunikation so da zusammen zu punchen, weil in Wahrheit, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Ja, dann stelle ich mal die Frage ganz bewusst nochmal in die Runde. Welcher Ansicht nach oder also welche Bedeutung hat eurer Ansicht nach das Thema Kommunikation für so einen Club wie Schalke 04, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich? Nico, ich gebe mal das Wort an dich. Na, vielen Dank. Schwierige Frage. Also ich glaube, dass die Trennung, also das spielt ja ineinander sozusagen. Man kann ja das Sportliche vom Wirtschaftlichen gar nicht komplett trennen. Also wenn ich sportlich sehen würde, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, ich würde ehrlich sagen, es wäre am allerwichtigsten für den Verein, dass er sportliche Kompetenz zurückgewinnt, weil die scheint ganz massiv gefehlt zu haben über die letzten Jahre. Und über die Kommunikation würde ich mir dann Gedanken machen, weil wenn jetzt zum Beispiel das nächste Jahr gut läuft in der zweiten Liga, dann muss man in der Kommunikation wahrscheinlich auch keine Wunder mehr vollbringen, um es irgendwie wieder gut auf die Beine zu stellen. Und wirtschaftlich ist es sicher von großer Bedeutung, ganz sicher. Also da spielt ja auch viel rein, welche Sponsoren man für sich gewinnen kann. Also wenn das Image schlecht ist, dann werden wahrscheinlich auch viele sagen, mit diesem Verein gehe ich lieber keine Partnerschaft ein. Aber ich sehe auch viele Chancen bei Schalke 04. Also dieser Claim, wir leben dich, ich glaube, wenn ich das richtig beobachte, wird der viel kritisiert. Aber gleichzeitig, wenn man so mit den Menschen in Schalke, in Gelsenkirchen in Kontakt tritt, also meine Wahrnehmung ist, dass es schon ziemlich genau das trifft, was da die Leute ausmacht. So, die leben wirklich für Schalke 04, mehr als bei anderen Vereinen. Warum sollte sich der Verein nicht auch sowas zunutze machen können, wenn eben der Verein auch ehrlich ist? Ja, da haben wir ja davor schon drüber geredet. Also es muss schon dann zusammenpassen.
Ich finde halt, eine Kommunikation ist ja dafür zuständig, auch so ein bisschen, wie wird der Verein wahrgenommen. Ne? Also klar, sportlich auf dem Platz, das ist dann interessant. Ne? Alle, wenn ich jetzt mitkriege, so die Jugendlichen, die interessiert erstmal so gar nicht was mit RB und so weiter. Die spielen geilen Fußball. Das sehen wir auch bei Sky, die Klickzahlen bei RB steigen tatsächlich. Aber es geht auch ein bisschen darum, so Schalke 04 war, glaube ich mal, als die hier Meister der Herzen waren, einer der sympathischsten Vereine auch mit in Deutschland. Und mittlerweile gehört Schalke, glaube ich, mit zu den unsympathischsten. Aufgrund der Art und Weise, wie kommuniziert wurde. Und ich glaube, dass du mit Sympathien einfach auch eine Menge wettmachen kannst und eine Menge gewinnen kannst, einfach auch. Ne? Also das sieht man ja auch bei anderen Clubs. Also ich glaube, dass keine Ahnung, von St. Pauli oder was auch immer, das sind alles Vereine, die halt eine krasse Kommunikationsarbeit leisten. Natürlich auch PR, keine Frage, aber das gehört für mich auch in einer gewissen Weise zusammen tatsächlich. Aber du kannst halt Sympathien dadurch gewinnen und damit kannst du halt viel ausgleichen und da hat Schalke eine Menge Nachholbedarf. Dann lasse ich das mal als Schlusswort stehen, Dirk. Dann danke ich euch vielmals für diese. Ich hätte tatsächlich noch ein kurzes Anliegen. Und zwar, ich kriege ja auch immer ein bisschen mit, es sind ja viele Emotionen unterwegs. Das Einzige, was ich gerne mal sagen wollte, die Medienvertreter, die nah mit diesem Verein zusammenarbeiten, die kenne ich ja nun auch jetzt ein paar Jährchen, weil ich mit denen alle schon sehr eng auch zusammenarbeite. Ich habe überhaupt nichts gegen Kritik, das ist alles vollkommen richtig, aber zu glauben, dass da irgendwas erstunken, erlogen, ausgedacht oder nur da ist, weil die Medien so böse gerne über diesen Verein berichten, das ist tatsächlich nicht richtig. Und das lese ich tatsächlich sehr häufig. Da kann ich leider, muss ich leider allen den Zahn ziehen, ganz so böse sind die Medien da doch nicht. Das Problem war in diesem Jahr oder in den letzten 15 Monaten, vielleicht auch in den Monaten davor, eher der Verein. Leider. Also das heißt, dass wir vielleicht das zusammenfassen, weniger gegeneinander reden sollten, sondern eher wieder mehr miteinander. Ich glaube, das ist als generell eine Geschichte, die ja nicht nur irgendwie die Arbeit zwischen euch und dem Verein betrifft, sondern auch zwischen den Fans und dem Verein. Insgesamt haben wir das Gefühl, dass wir insgesamt, dass auch eine Sache der Zukunft selbst sicherlich eine Plattform zu schaffen, zu sagen, wir müssen einfach wieder mehr miteinander reden und wir müssen den anderen auch mehr zuhören, um einfach Ideen zu entwickeln, dass sich der Verein einfach, ja, einfach für die Zukunft besser aufstellen kann. Ja, also ganz ehrlich, dieser Verein braucht die Medien. Das wollen viele nicht hören, aber das ist so. Und dieser Verein hat es immer geschafft, mit den Medien auch zusammen zu existieren. Und wir sitzen da ja dann tatsächlich auch in einem Boot. Und dass das so auseinandergedriftet ist, das ist halt auch nicht gut. Für beide Seiten nicht. Absolut. Dieser Verein hat ja, ja auch natürlich, der produziert auf ganz natürliche Art und Weise Interesse bei Medien. Nicht nur bei regionalen, sondern überregional. Ja? Das ist ein so großer Verein mit großer Geschichte. Dieser Verein ist auch interessant für Medien. Ne? Also das muss man auch vielleicht mal dazu sagen. Und das ist das Potenzial halt. Und dann muss halt jeder seine Rolle haben dürfen. So. Aber es waren auf jeden Fall jetzt auch Erkenntnisse dabei, zu sagen, da muss halt vielleicht Schalke 04, wenn es ein besonderer Verein ist, auch einen eigenen Weg gehen, was die Kommunikation angeht. Also Dirk, wenn ich dich so richtig verstanden habe, auch zwischendurch den Mut zu haben, zu sagen, nee, wir machen es halt anders. Wir nehmen das mal so mit, würde ich sagen, Thorsten, oder? Ja, cool. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Eindrücke und für eure Zeit. Vielen Dank in die Runde. Gerne. Glück auf und ja, noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ebenso. Ciao. Ciao.